Tag, Frau Langhoff. Sie sind Präsidentin der SOR-Optimistin in Schwerin. Und wir treffen uns zum Schweriner Sommergespräch bei Ihnen im Garten. Vielen Dank, dass wir hier sitzen können und dass Sie uns informieren können über das, was die SOR-Optimistin in Schwerin gemacht haben und was Sie machen und was Sie sich vorgenommen haben. Ja, guten Tag. Ich bedanke mich erstmal, dass wir heute hier so nett und locker zusammensitzen können an diesem schönen Sommertag. SOR-Optimist. Ich begleite dieses Amt seit einem Jahr. SOR-Optimisten sind Frauen, also berufstätige Frauen, die sich mit viel Engagement, mit ehrenamtlicher Tätigkeit zusammenfinden, um Dinge zu bewegen, gesellschaftspolitischer Art, Projekte zu entwickeln und ja, gemeinsam über Netzwerke Dinge auf die Wege bringen, die sonst alleine in ihrem eigenen Umfeld nicht möglich wären. Ich habe gelesen, dass die lateinische Übersetzung heißt, das sind die Frauen, die das Beste wollen. Die besten Frauen, genau. Die besten Schwestern. Heißt genau. Wir nennen uns auch untereinander im Club Schwestern. Genau. Oder Sororis. Und das Tolle ist einfach, dass man plötzlich eine große Vielfalt an wunderbaren Frauen kennenlernen darf in einem sehr angenehmen Abend. Also Clubabend sind unsere Profile einmal im Monat und dort werden viele Dinge besprochen und man bekommt einfach einen großen Überblick und man bekommt also viele Dinge erfahren, die man sonst in seinem beruflichen Umfeld nicht erfährt. Mhm. Sie hatten gestern Abend noch einen Clubabend, aber der war elektronisch bzw. digital, ja? Genau, das ist ja das neue Format im Moment aufgrund der Pandemie. Dazu kann ich vielleicht später noch was sagen, aber gestern Abend war gerade so einer. Und nur ganz kurz, das Tolle an solchen digitalen Clubabenden ist eben, dass man Referenten einladen kann aus ganz Deutschland, eigentlich international, wenn man das möchte. Das eröffnet ganz neue Chancen, Dinge kennenzulernen, einfach andere Clubschwestern kennenzulernen, andere berufliche Dinge zu erforschen und zu erkunden. Und Frau Steinkamp, Sie sind Vizepräsidentin und schon lange dabei. Ja, schon eine Weile. Entwicklung der Arbeit und vor allen Dingen unter Berücksichtigung jetzt der letzten 16 Monate, den Unterschied zwischen dem, was wir durch die Corona-Maßnahmen verändern mussten in unserer Arbeit. Und Frau Langhoff hat schon gerade darauf angesprochen. Hat das Ihre Arbeit gestört oder ich meine, es ist dann nicht mehr so ganz so einfach, wenn man das oft digital machen muss. Bevor ich darauf antworte, möchte ich eigentlich noch einen kleinen Moment zurückgehen zu der Frage, was ist zur Optimist? Mhm. Und wir sind, wie Frau Langhoff gesagt hat, also eine Organisation, die Gutes machen möchte, primär für Frauen. Und wir sind weltweit organisiert. Wir sind ein weltweites Netzwerk berufstätiger Frauen. Also es gibt uns nicht nur in Schwerin, sondern in Deutschland gibt es 220 Clubs. In der ganzen Welt, in 121 Ländern gibt es 76.000 Mitglieder. Und insofern, wenn wir jetzt uns überlegen, wie hat sich unser Leben verändert, unser SOR-Optimistisches? Ja. Muss man sagen, auf der lokalen Ebene in Schwerin hat es sich beträchtlich verändert, weil wir uns nicht mehr einmal im Monat gemeinsam in einem Raum treffen können und Referenten haben, sondern jeder sitzt zu Hause allein vorm Bildschirm und guckt auf den Bildschirm, wo wir uns dann mit Zoom treffen. Ja. Aber die andere Ebene, die da übergeordnet ist, die hat sich eigentlich gar nicht weiter verändert, bis auf die Zusammenkünfte auf nationaler Ebene. Aber wir haben ja auch andere Möglichkeiten, uns gemeinsam zu verständigen. Wir haben eine Webseite, wir haben Newsletter. Also der Austausch über die Clubs hinweg, der hat sich eigentlich nicht geändert und vielleicht sogar verbessert. Und es gibt jetzt auch Möglichkeiten, die wir vorher überhaupt noch nicht realisiert haben, weil wir nicht auf die Idee gekommen sind. Also ich habe jetzt beispielsweise kürzlich eine Veranstaltung eines Clubs in Mainz mitgemacht über digitales Estland. Und dann sitzen also auf dem Bildschirm, sind dann Frauen aus ganz Deutschland zu sehen. Eine SOR-Optimistin aus Tallinn
der Hauptstadt von Estland. Und das gab es früher nicht bei uns. Und das sind also Chancen, die wir auch zum Glück ergriffen haben. Wir hoffen alle, dass es so weitergeht, dass die Öffnungen jetzt alle Bereiche betreffen. Können Sie etwas berichten über Ihre ganz konkreten Projekte, die Sie auch schon vorher hatten? Ja, also dieses Bindungstraining für Alleinerziehende ist ja vor einem halben Jahr, bevor die Pandemie begann, ist das ja angelaufen, das Projekt, wo also unser so optimistischer Club im Prinzip die Haltstellen zusammengeführt hat. Also dieses Projekt ist ja von einer Stiftung entstanden und wir haben hier überlegt, wie wir dieses Projekt in Schwerin einbinden können und haben also festgestellt, dass das Kinderzentrum also prädestiniert dafür wäre und somit haben wir die richtigen Partner zusammengeführt und es sind also auch, es ist eine erste, ja wie nennt man, eine erste Reihe gelaufen, also das sind 20 Stunden, die diese Alleinerziehenden dann absolvieren und das ist bis, glaube ich, 19 Stunden hat es geklappt, dann kam die Pandemie, aber es hat einen guten Zuspruch gefunden und dann war natürlich eine Pause. Und das hat uns auch sehr getroffen und das fand ich sehr schade, weil das das erste Projekt war, an dem ich da so ein bisschen mit versucht habe zu organisieren. Natürlich federführend war damals Graziana und andere, genau. Und nun weiß ich aber, dass die Blüchert-Stiftung also diese ganze Schulungstechnik und die Schulungsstunden auch digital anbietet. Das läuft wohl jetzt demnächst an. Im Kinderzentrum habe ich schon erfahren, ist das schon also beworben worden und ich glaube, da kommen so Dinge in Gang, die man vorher auch noch nicht wusste. Wann es genau losgeht, weiß ich nicht, aber es geht weiter und das ist das Projekt, was mir so am Herzen lag. Andere große Projekte haben wir im Prinzip jetzt durch die Pandemie nicht anschubsen können, ne? So. Ja, aber das war auch ein gutes, auch sehr solides Projekt. Genau. Und das lebt weiter. Ja. Also es wird jetzt ein zweiter Kursus, der hat, wie ich jetzt gerade erfahren habe, tatsächlich schon begonnen. Okay. Und da war, glaube ich, auch das Kinderzentrum sogar in Deutschland, hat Pionierarbeit gemacht, weil die am Ende des ersten Kurses dann angefangen haben, das digital zu machen. So wurde mir berichtet. Ja. Also wir wollen das aber weiter fördern. Also es muss zum... Ich wollte nur eine Frage stellen. Können Sie es in einem oder in zwei Sätzen kurz prägnant zusammenfassen? Worum es geht? Ja. Wir sprechen Alleinerziehende an, Frauen oder auch Männer, die die Bindung zu ihrem Kind und den Umgang mit ihrem Kind verbessern wollen. Und dazu wurde ein Training ausgearbeitet, wo die Alleinerziehenden sich in Gruppen, in einer Gruppe 20 Mal treffen. Das Training hat bestimmte Inhalte und soll sie also, ist im Grunde eine Weiterbildung, hat verschiedene Aspekte. Und dieses Training kommt ursprünglich von der Universität Düsseldorf und wird eben deutschlandweit als sogenanntes Social Franchise in einem solchen System an viele andere Stellen gebracht. Und wir haben dieses Projekt nach Schwerin gebracht. Mhm. Der erste Club wurde ja in Kalifornien, in Oakland gegründet, am 3. Oktober 1921. Und insofern denke ich, ist das natürlich englischsprachig zwischendurch immer mal international möglich, oder? Ne? Okay. Ja, es gibt ja auch So-Optimistinnen in Deutschland, die sich So-Optimisten nennen. Die sprechen das Englisch aus. Ja. Wir tun das nicht. Nee. Wir sind zufrieden mit So-Optimist. Und da Sie gerade das Datum genannt haben, 3. Oktober, 21. Gut, 21, aber 3. Oktober ist natürlich auch bei uns ein Feiertag. Und Sie begehen dann das 100-jährige Jubiläum. Gibt es Veranstaltungen, gibt es einen besonderen Auftritt in Medien oder in der Öffentlichkeit in Schwerin zum 100-jährigen Fest? Ja, das ist geplant. Wir versuchen eine After-Work-Party zu organisieren, die also von So Optimist Deutschland, also an alle Clubs herangetreten wurde. Also sie haben gebeten darum, dass man sich solcher After-Work-Partys bedient, dass man was auch immer organisiert. Das Datum ist jetzt erstmal freigestellt. Wir sind also da sehr offen, aber wir machen eine kleine Veranstaltung, wo wir auf So Optimist aufmerksam machen. Wo und wie das stattfindet, ist leider noch nicht so ganz klar, weil wir einfach noch
die Dinge bedenken müssen, die jetzt auf uns zukommen. Aber ja, geplant ist eine kleine Feier. Unsicherheiten. Genau, mit Treffen wo und draußen drinnen mit wie vielen. Und wir würden schon gerne, es ist in unserem Club auch eine kleine AG gegründet worden, die sich dann dieser Dinge einfach annimmt. Und man hört dann sicher medial auch von uns, wann das stattfindet. Ne? Hm. Ja. Vielleicht könnten wir an dieser Stelle auch sagen, im letzten Jahr hatten wir ja auch schon Pandemie. Da wurde der Berliner Club 90 Jahre alt. Das sollte natürlich eine große Feier werden, aber die musste verschoben werden, ist jetzt auf das kommende Jahr verschoben worden. Und wir sind das haben wir auch noch nicht gesagt, wir sind der 100. Club in Deutschland. Mhm. Ah, ja. Ja, uns stimmt. Gibt es in Schwerin seit 1995. Genau, seit 25 Jahren. Mhm. Ja. Mhm. Aber da hätte ich sofort mal eine Nachfrage. Mhm. Wie sieht es denn aus mit den Ländern, die unsere unmittelbaren Nachbarn sind? Polen, Dänemark, aber auch Schweden. Da kannst du vielleicht. Gibt es da Beziehungen und Zusammenhänge und arbeiten sie zusammen mit denen? Ja. Auf jeden Fall. Also das eine ist, dass die meisten, wenn nicht alle, So-Optimist-Clubs, Freundschaftsclubs in anderen Ländern haben. Und konkret unser Schweriner Club hat zwei Freundschaftsclubs, einen in Dänemark, in Nordjütland und einen in Finnland, in Jyväskylä, ich sage das immer falsch. Mhm. Das ist die Stadt von Alvar Aalto. Also übrigens landschaftlich finde ich recht ähnlich wie Schwerin, ein sehr schöner Platz. Und diese Freundschaftsclubs, die treffen sich gegenseitig, alle, je nachdem, wie man es organisiert, 2-3 Jahre, man schreibt sich und man erzählt sich so ein bisschen, was passiert. Also das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, jede Optimistin hat die Erlaubnis oder kann jeden Clubabend in jedem fremden Club besuchen. Und das ist ja eben auch ein ganz wichtiger Netzwerkgedanke, den wir haben, der beruht auf internationaler Verständigung und Freundschaft. Und ich habe zum Beispiel mir angewöhnt, wenn ich mal ins Ausland reise, dass ich dann einfach gucke, gibt es denn in der Stadt einen Club? Und kann ich da Kontakt aufnehmen? Und so war ich schon bei So-Optimistin in Liverpool, in Australien, in Brisbane, in Australien, in Tasmanien und irgendeinen habe ich noch vergessen, aber egal. Und das ist immer was besonders Schönes, weil man Frauen trifft, die ja dieselben Ziele haben wie man selber. Und man hat sofort irgendwie Kontakt und eine Gesprächsebene und man sagt, wie macht ihr denn das in eurem Club? Dann kommt man mit guten Ideen wieder nach Hause und sagt, Mensch, ich war in Liverpool und stellt euch vor, die haben das so und so gemacht. Also das ist auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber die meisten Länder haben So-Optimist-Clubs. Die sind allerdings sehr unterschiedlich ausgeprägt. Also als ich zum Beispiel mal in Spanien war zu einem Urlaub, stellte ich fest, da sind, glaube ich, nur 3 Clubs. Wir haben in Deutschland 221. Mhm. Ja. England hat natürlich ganz viele Clubs, Frankreich hat viele, aber das ist sehr unterschiedlich. Und von Tallinn hatte ich ja schon kurz erzählt, also in Estland mindestens gibt es auch einen Club. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass der Club in Schwerin 27 Mitglieder hat und Sie haben berufstätige Frauen, aber auch wenn Sie sich zur Rente gesetzt haben, kann man weiterhin aktiv bleiben, also es ist nicht daran gebunden. Wie werben Sie für neue Mitglieder und gibt es Interessentinnen, die sich an Sie wenden können? Also es ist so, dass diese Optimisten natürlich immer offen sind für Leute, die sich für uns interessieren. Also wir würden jetzt niemanden irgendwie abweisen. Aber, das ist das Besondere an so Optimist, man kann sich nicht bei uns bewerben, so zu sagen, ich möchte gerne bei euch Mitglied werden, sondern es wird so ein kleines Auge auf einen geworfen. Also es heißt, Frauen sind sehr aufmerksam und im beruflichen Umfeld oder wo auch immer werden ja andere angenehme Frauen vielleicht entdeckt, wo man denkt, ach Mensch, diese Frau, die würde ja bei uns gut reinpassen in den Club. Und dann kommt man ins Gespräch, wenn man das möchte. Also so ein direktes Bewerben geht bei uns nicht. Und es ist auch so, diese Aspirantin, wie wir sie dann nennen, die also dann von uns betreut wird über
Patinnen, die so ein bisschen immer die Nähe suchen und mal den Kontakt suchen, wird also ja, in einer Zeit von ungefähr einem Viertel bis halben Jahr, wird einfach, beschnuppert man sich gegenseitig, ob man sich sympathisch ist, ob dann also auch die Ziele und die Einstellung stimmen. Und dann wird also im Club, also gemeinschaftlich beraten, Katjana, korrigiere mich, wenn das richtig ist, ob man wirklich diese Frau aufnehmen möchte. Ne? Und wenn das dann soweit ist, dann gibt es eine sehr schön feierliche Aufnahmezeremonie, die also genau festgelegt ist und die öffnet dann sozusagen dieser neuen So-Optimistin die Türe und dann ist sie herzlich willkommen ein Leben lang. Mhm. Mhm. So ist das Prozedere. Wenn ich das jetzt ja, so. Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen dazu. Genau. Mhm. Also die Regel ist, oder das Häufigere ist, dass wir auf Frauen zugehen. Mhm. Also wir heißt, eine Clubschwester entdeckt eine andere Frau, von der sie meint, die würde gut passen. Man kann sich aber selbstverständlich auch, wenn man jetzt hört, das ist interessant, so Optimist, kann man sich auch an uns wenden. Zum Beispiel direkt dann an die Präsidentin und sagen, liebe Präsidentin, ich habe Interesse, euch mal kennenzulernen. Mhm. Ich habe das im Übrigen genauso gemacht. Mhm. Also ich bin ja zur Optimistin geworden in Hannover, hatte einfach davon gehört und habe dann den Club dort angesprochen. Und dann beginnt eben ein, wie Frau Langhoff das sagte, so ein wechselseitiges, gegenseitiges Kennenlernen. Und das ist auch gut so, also auch für die neue Clubschwester. Die muss ja auch erst mal wissen, was sind das da für 27 andere Frauen, die da sitzen. Genau. Und möchte ich denen meine Zeit opfern und möchte ich mit denen zusammen was machen? Ne? Und insofern ist das eben ein gegenseitiges sich kennenlernen, beschnuppern. Und am Ende muss man dann gucken, ob man zusammenpasst. Ja. Genau. Ne? Der Club muss im Übrigen einstimmig der neuen Frau zustimmen, nicht mehrstimmig. Aber man muss gute Gründe haben, wenn man meint, die Frau ist nicht geeignet. Also das muss man dann auch der Präsidentin gegenüber begründen. Jetzt habe ich eine Frage nicht vergessen, aber die habe ich jetzt ans Ende unseres Gesprächs gestellt. Wie finanziert sich zur Optimistin? Sie brauchen ja auch Geldmittel, wenn Sie Arbeiten unterstützen wollen. Und dieses Projekt braucht ja auch Geld. Wie finanziert sich der Club? Ja, das ist eine gute Frage und natürlich immer die wichtigste. Bei vielen Projekten braucht man immer ein bisschen Geld. Naja, und so Optimist finanziert sich eigentlich durch Spenden untereinander, durch viele Dinge, die wir organisieren über Flohmärkte, also irgendwelche Aktionen, wo Geld also eingespielt werden kann, was man dann also für clubinterne Sachen nimmt oder für unsere Projekte. Geldspenden jeder Art sind willkommen und unter den Mitgliedern wird es oft so gemacht, dass wenn man ein Jubiläum hat, dass man dann vielleicht sagt, Mensch, schenkt mir nichts irgendwie Materielles, sondern gebt uns eine Spende für unseren Club. Mhm. So ist das sozusagen aufgebaut. Also so groß irgendwo Geld kriegen wir nicht her. Es gibt keine staatliche Förderung, sondern es ist alles Spenden, Beiträge. Ja, und die Clubbeiträge, das wollte ich vielleicht noch gerade eben ergänzen, da hat jeder Club, ist komplett autonom und kann sagen, wir setzen einen Beitrag fest in Höhe von so und so. Natürlich müssen wir die Organisation zur Optimist International auch mit unseren Beiträgen unterstützen. Da geht also schon mal ein ganzer Batzen weg. Aber man kann eben als Club sagen, jede Frau soll noch mal zusätzlich 100 Euro im Jahr bezahlen oder so im Mitgliedsbeitrag. Wir haben uns vor einigen Jahren glücklicherweise in Schwerin dazu entschlossen, einen Förderverein zu gründen. Und der ermöglicht uns auch etwas anderes, nämlich Gelder zu beantragen. Und wir hatten vor 4 Jahren ein wunderbares Musikprojekt. Wir haben die mecklenburgische Komponistin Emilie Meyer, die zur Zeit von Beethoven lebte und auch der weibliche Beethoven genannt wurde damals, die haben wir hier auf die Bühne gebracht, beziehungsweise deren Musik in einer kleinen Konzertreihe. Und dafür zum Beispiel, für dieses Projekt, das hätten wir niemals stemmen können, wir als Schweriner Club, haben wir Gelder beantragt beim NDR, das war der größte Batzen, bei der Stadt Schwerin, dann war auch etwas in einem anderen Teil von Mecklenburg. Das hätten wir ohne Förderverein nicht gekonnt.
Und insofern ist der auch ein wichtiges Instrument, wenn es um größere Projekte geht. Auch dieses Projekt, was wir vorhin kurz ansprachen mit den Alleinerziehenden, genau. Da hat uns der Förderverein auch sehr gut unterstützt. Im Förderverein kann, das ist tatsächlich mit einer Mitgliedschaft, da kann auch jeder Mitglied werden, auch jeder Mann. Aber grundsätzlich gilt für die SOR-Optimistin von Frauen für Frauen. Genau. Das ist das Motto. Ah ja. Gut. Ja, dann bedanke ich mich herzlich für dieses Gespräch. Wünsche Ihnen bei Ihrer Arbeit weiterhin viel Erfolg und ja, alles Gute für die Arbeit und für Sie persönlich. Danke. Herzlichen Dank. Ihnen auch. Vielen Dank. Es war uns ein Vergnügen. Ja.